Hallo, du lieber Steinbock und herzlich willkommen bei deiner Legung für den Juni 2023. Wir schauen wieder zusammen mit den Tarotkarten rein, was so für die Steinböcke im Juni 2023 wichtig ist. Die Legung ist für dich, wenn du den Steinbock im Sonne, Mond, Aszendent und oder in der Venus hast. So, was ist hier für die Steinböcke wichtig im Juni 2023? Okay. Also entweder haben wir jemanden, das kann eine andere Person sein, die hier sehr dominant dir gegenüber ist, oder es geht darum, dass du in deine Führung kommst, dein Leben zu führen, aber auch mit einer gewissen Leichtigkeit und Naivität, positive Naivität, also positives Denken, einfach davon auszugehen, dass alles zu meinen Gunsten passiert. Und da kommt nämlich auch die Königin der Schwerter rein, ne? Also das ist eine, die ist sehr kommunikativ, sehr schlau, sehr intellektuell. Das heißt, in diese Energie darfst du kommen, generell in die Königin-Energie. Und dafür kann es sein, dass du dafür einen Rückzug benötigst, um in diese Kraft auch zu kommen, ne? Weil in diesem Rückzug erkennst du nämlich auch, also in diesem Rückzug machst du.